Aha. Okay. Ja. Verstehe, verstehe. Ja, ich weiß nicht, ist denn meine Lautstärke okay? Ja, warte mal, ich mache mal noch ein bisschen lauter auf meiner Seite. Ich glaube, dann habe ich. Ach so, du hast mich in so einem Autopegel drin oder was? Ich kann auf deiner Seite nicht klippen. Ja, ich könnte natürlich auf meiner Seite sozusagen. Ja, aber bei mir habe ich jetzt einen ganz, wenn ich so spreche, einen ganz, ganz plausiblen Ausschlag. Und jetzt, jetzt hört man auch mich. Aha. Ah, gut, schön. Also die ersten 2 Sekunden hat man niemanden gehört. Jetzt hört man jemanden. Leute, digitales Semester. Man kommt irgendwie mit jedem Tag mehr wie nicht an diesem C-Thema vorbei. So ging es mir jedenfalls die letzten Wochen und Monate. Wir versuchen es zumindest. Wir sind eine Corona-Content-Free-Show. Das funktioniert mal mehr, mal minder. Das funktioniert vor allem dann gut, wenn wir irgendwelche Kameras im Internet gefunden haben, die der Matthias sich dann auch gekauft hat. Und ich glaube, das ist auch so der Redaktionsplan für diese Show. Wir gehen deinen Twitter-Feed durch. Das stand jedenfalls jetzt in der Notification. Ach so, ja, kann sein. Wir hatten uns beim letzten Mal irgendwie einen Plan gemacht. Ich habe da gar nicht mehr so richtig reingeschaut, das stimmt. Boah. Wir sind ja immer sehr spontan, was das angeht. Pläne. Ja, also das ist mir tatsächlich auch aufgefallen, so als Meta-Vordiskussion, dass andere, also so Bildung alt in fern oder auch andere, vor allem Podcasts und auch Blogs, die haben Das Shownotes. Feierabendbier Open Education. Genau, also die sind sehr reif im Sinne von was passiert und wie die ganze Aufarbeitung ist. Und ich glaube, so sind wir einfach gar nicht, weil wir das halt, irgendwie machen wir halt diesen Witcast einfach. Es hat sich irgendwie auch so einer halben alkoholfreien Bierlaune geboren. Und Shownotes zum Beispiel sind eigentlich richtig gut. Aber ich bin froh, wenn wir in den Aufnahmen schon einfach Kapitel hinterher bekommen und das sitzt. Es ist krass, wie andere Podcasts und Witcasts und was es nicht für alles Shows draußen gibt, Zeit für die Shownotes haben und das gebührt auch Respekt. Weil dann kannst du ja irgendwie suchen, vergleichen, initiieren, was nicht alles. Sorry, haben wir halt nicht. Ja, Genau. ist halt so, ja. Hat sich so ergeben. Ich glaube auch. Wobei, ich meine, in den Aufzeichnungen, wir versuchen ja dann schon immer irgendwie so die wichtigsten Links halt da auch unterzubringen Das und das so ein stimmt. bisschen zu dokumentieren, was wir da so gemacht haben oder gefunden haben oder was auch immer. Ja. Ich habe mir lange keine neue Kamera gekauft an der Stelle. Also, Okay, Shots fired. Naja, wann. Aber das letzte war. Moment. Das letzte, von dem ich weiß, was wir auch hier besprochen haben, war ja der OBS-Bot, warum auch immer er so heißt. Also die ja. Folgekamera. Und dann hattest du doch aber jetzt irgendwie endlich mal nach 2,5 Jahren deine Logitech-Bestellung bekommen, oder? Ja, aber da waren halt so Logitech Brio und Streamcams drin, so jetzt so eher einfache Geräte. Also was wir uns jetzt noch angeschafft haben, aber natürlich eher so als Fakultät ist ein Logitech Rallye-System. Weil wir natürlich festgestellt haben, dass so viele Verteidigungen, Promotions-Verteidigungsgeschichten und so Meetings es schon durchaus sinnvoll ist, die halt immer mal in hybrider Form stattfinden zu lassen, einfach weil man gefühlt immer Leute dabei hat, die Komisch. sagen, ich kann nicht kommen, ich will nicht kommen, das ist mir irgendwie alles zu komisch hier und so. Und ist viel einfacher für mich, sich da online zuzuschalten. Und dann, ich hatte da, also das war so, glaube ich, einer der letzten Blogartikel, den ich geschrieben habe, wo ich mal ein bisschen aufgeschrieben habe, wie dieses Setup ist, was ich da so sonst benutzt habe, aus diesem Smartboard mit einem Logitech Meetup obendrauf und einer zweiten Kamera, die dann nur dafür da ist, die sprechende Person zu filmen, den Kandidaten, die Kandidatin mit so einem Ansteckmikrofon und einem Raummikrofon. Und das haben wir halt immer aufgebaut für so Sachen und das ist natürlich eigentlich leidig, Komm, du wenn hast es man. aufgebaut, ne? Also, das muss man ja dazu sagen. Ja, meistens habe ich das aufgebaut. Ja, also, weil irgendwie, natürlich könnte man sagen, ja, hier, liebe Kandidatin, lieber Kandidat, bau doch auch noch mal, das wäre schön, aber das passiert, glaube ich,
Also es ist unrealistisch. Also. Ja, na, als Kandidat, als Kandidatin, da hat man auch einfach keine Zeit und keine Lust, sich da jetzt auch noch irgendwie drum zu kümmern. Da gibt es genügend andere Sachen, um die man sich kümmern muss. Und dann ist es eigentlich aus, also ja, oder auch so aus Workshop-Leiter-Sicht, Leiterin-Sicht total toll, wenn man irgendwo hinkommen kann und einen Raum hat und feststellt, oh, die Technik ist da, die funktioniert auch, da kann man sich drauf verlassen. Die hat halt mal vorher einer getestet, das ist irgendwie ein etabliertes System. Da kennt man all the bells and whistles und dann kann man, also dann ist halt die Technik da, ne? Dann braucht man sich nicht darum auch noch zu kümmern. Ja, und ich meine, wenn dann auch, also was ich ja daran so schön finde, man hat, dann wird dieses Jahr Disputation und Verteidigung in was für allen Bereichen haben oder vielleicht auch mal einen Workshop, die wird man nächstes Jahr und auch, ich glaube auch übernächstes Jahr wird es noch Disputation geben. Mein Punkt ist also, das lohnt sich. Also wir hatten ja vor ein paar Wochen, gerade als ich einen Blogartikel geschrieben hatte, kam ja aus Karlsruhe auch die berechtigte Frage, hier, wenn wir das jetzt angenommen, mal was angenommen, wir rüsten jetzt alle Räume auf, was ja einer meiner Forderungen mehr oder minder ist oder zumindest so ein Grundstock. Und es wird ja nicht benutzt, so wie wir es irgendwie alle aus Smartboards, Grundschule bis Oberstufe kennen. Natürlich ist das ein Problem. Aber gerade bei diesen Konferenzsystemen oder Microphone Arrays und von diesen Disputations-, Verteidigungs-, wie auch immer Szenarien, die werden halt weiterhin stattfinden. Und gerade bei sowas finde ich ja halt auch, da bin ich ja mal dabei und sage, das ist halt auch irgendwie so ein Öffentlichkeits-, natürlich ist eine Verteidigung irgendwie nur hochschulintern, aber auch das gibt es so und so. Aber es gibt ja viele Veranstaltungen, wo man sagen kann, ey, wir haben das, die Technik jetzt angeschafft, ja, die wird benutzt, die wird für bestimmte Zwecke auch immer gleich benutzt, da fängt irgendwie keiner an, den Kabelschacht aufzureißen. Das ganzen Geraffel wird sorgsam umgehen. Also das ist irgendwie für mich alles schon so eine Präambel, weil natürlich müssen wir das Gebäude irgendwie intakt lassen und das gleiche trifft für die Hardware eben zu. Komisch. Und dann kommt, glaube ich, so ein Automatismus in die Nutzung von solchen Gerätschaften, dass man sich hoffentlich irgendwann fragt, so, wie haben wir das denn früher gemacht? So, keine Ahnung, wie haben wir das denn 2018 gemacht? Wir wissen es gar nicht mehr. Ja. Und dann lohnt sich, glaube ich, auf jeden Fall. Also das, was ich bei uns jetzt so sehe, ist, dass man halt viel, Florian Irs ja mal gesagt, we are still confused, but on a higher level. Ne? Also so richtig gut wissen wir noch nicht, wie es geht, jetzt so hybride Verteidigung, Workshops, kleine Konferenzen, Tagungen und so zu machen. Aber man diskutiert halt schon auf einer ganz anderen Ebene darüber, was so die Technik und was auch so Formate und Moderation und so von solchen Geschichten angeht. Und gibt schon halt viele Leute, die sich da echt gut mit beschäftigen und die auch so diese ganzen Sachen, ne, nehme ich lieber sozusagen Sprechermikrofone, nehme ich Headsets, nehme ich Ansteckmikrofone, nehme ich die beliebten Wurfmikrofone oder versuche ich den ganzen Raum mit Raummikrofonen und Deckenmikrofonen voll zu pflastern und wie viele Kameras braucht man? Müssen die Kameras schwenken? Ist es eher hinderlich, wenn die schwenken? Verwirrt das vielleicht sogar die Zuschauenden und so. Also da kann man eine ganze Menge Sachen drüber diskutieren. Also vielleicht sozusagen ein Video, was ich halt letztens produziert habe, das ist auch wieder interessant. So auf Meta-Ebene ist, ich habe halt einfach mal kurz in Zoom auf Record gedrückt, als ich bei uns im Hörsaal stand. Und du meinst halt das aus der Vogelperspektive. Ja, ne? Genau, was mit dieser Deckenkamera ist. Und ich meine, das ist zum Beispiel aus meiner Sicht ein total interessantes Setup für die Hybridlehre, weil das eben sowas ist, was du immer proklamierst. Also die Räume müssen damit ausgestattet sein, was ich auch natürlich unterstütze, weil das ist total cool. Man kommt da hin, man stellt seinen Laptop auf und man steckt praktisch den Beamer per HDMI ran. Das, was man immer gemacht hat und das, was man jetzt noch zusätzlich machen muss, das Einzige, was man noch zusätzlich machen muss, ist, man steckt ein USB-Kabel ran und über das USB-Kabel kriegt man die Kamera aus dem Raum, kriegt den Ton aus dem Raum, also zumindest dieses Mikrofon, was ich da umgehängt habe. Ne, da ja, ist das jetzt natürlich. Du, ne? Ja, genau. Ja. Und also aus Usability-Sicht ist das natürlich total cool und mit wenig Vorbereitungsaufwand verbunden, aber die Kamera hängt halt absurd weit oben an der Decke, ne? Also sozusagen das, was man immer eigentlich ansonsten versucht, irgendwie in die Kamera zu gucken, um so ein bisschen Blickkontakt zu halten zu den Leuten. Also das ist halt schwierig. Ja, aber es ist ja halt auch einfach diese Radio-Cam, wo ich ja von Anfang an gesagt habe, das haben irgendwie die Gamer früh gemacht oder das ist so diese Lobby, Leute, kommt da rein.
die Decke hängt da doch nun mal. Und Leute würden da sitzen. Oder Menschen. Da und da und da. Gut, da jetzt nicht, da ist abgesperrt. Und dann sieht man halt irgendwie die Köpfe von oben, weil ich höre schon die ersten Leute, ja, und Datenschutz. Und dann muss irgendwie die erst, müssen die ersten drei Reihen sagen, sie sind d'accord. Ja, ja, bestimmt, aber irgendwie auch nicht. Ja, ich weiß nicht. Also von der Usability, also großartig, du zeigst ja auch hier im Hintergrund, es ist quasi in Zoom einfach nur eine, anstatt die Logitech oder irgendeine andere Kamera. Ja, also wer halt das nicht hinbekommt, sollte seinen Professorentitel in Ingenieurwissenschaften abgeben sollen. Ja, aber das ist ja auch Menü-Rant, ne? Also. Und gleich kommt der Zoom, oder? Ja, und gleich kommt der Zoom. Und dann stellt man fest, also gegenüber allen Logitech-Kameras, ich weiß nicht, was das für eine Kamera ist tatsächlich. Ich glaube, das ist irgendwie schon eine super professionelle Kamera, die auch per SDI über dieses koaxiale Interface angebunden ist an irgendeinen Umsetzer von Blackmagic. Und als Blackmagic wird sie dann auch am Rechner erkannt. Ja. Und die Kamera ist halt super gute Qualität, ne? Also wenn man zoomt. Vor allem ganz kurz, weißt du, da draußen die Leute, die da vorbeilaufen, die fragt auch keiner. Oder der Bus, der gerade vorbeigelaufen ist, weil wir immer wegen Datenschutz, da fragt auch keiner nach. Also, so, jetzt der Zoom. Ja, genau. Okay, ja, das ist ein bisschen PT und das Sie kommt jetzt. Ja, so. Genau, das war jetzt ein bisschen Ja, da sind richtige Linsen drin. Deswegen kann die so ordentlich. Mann, ja, nice. Das ist hier nicht so. Nee, nicht. Ja, was Richtiges. Das ist schon super cool. Und ich meine so, wenn man dann sieht, ne, wenn ich halt hoch gucke, dann sieht das auch irgendwie okay aus. Aber in der Zeit kannst du halt natürlich nicht auf deinen Rechner vernünftig gucken und kannst nicht irgendwie ins Publikum gucken, sondern musst halt die Decke anstarren, damit es für die Leute in Zoom irgendwie gut aussieht. Aber ansonsten, ich finde es, also wie du sagst, als Radiocam, um mal irgendwie so die Tafel zu filmen, um vielleicht ein Experiment vorn zu filmen. Genau, Experiment hätte ich auch gesagt. Also genau, um so eine große Ganze zu haben, ist es halt schon sehr nett. Was ich jetzt immer noch dazu getan habe, oder zumindest beim letzten Mal habe ich das getan. Ich habe halt auf das Stativ, was da auf dem Tisch steht, noch mein Handy drauf geschnallt und habe halt das Handy als Raumkamera benutzt, sodass man halt in Zoom auch zumindest vage so einen Eindruck hatte, was da halt im Hörsaal passiert, weil ich dann auch bei der einen, wir haben dann evaluiert, da bin ich halt ein bisschen rumgegangen und stand da halt nicht vorn und dann konnte man wenigstens so erahnen, naja, okay, der Matthias, der geht da gerade rum und diskutiert mit den Leuten, ob das dann funktioniert oder nicht funktioniert. Dass die Kamera zurück in den Raum, also vor, damit die anderen Zoom-Teilnehmenden. Ja, genau, damit man halt in Zoom eben nicht nur so die Hinterköpfe der drei Leute, weil natürlich sitzt da vorne, also in diesen Reihen, ja, machen wir uns nichts vor, nein, das sind jetzt eher nicht so die beliebtesten Plätze, da würde man sich nur hinsetzen, wenn man ganz schlechte Augen hat oder der Raum ganz, ganz voll ist. Ich glaube, der Raum ist relativ tief, oder? Also der Raum hat, es ist einer unserer größten Hörsäle, der hat so 400. Also Leute, ich meine, es gibt ja ein paar Leute, die waren noch nicht so auf der Uni. Da vorne sitzt legit niemand, okay? Also so, wo meine Maus hier hinten ist, da fängt es dann so langsam an. Hier hinten so ein großer Bulk, dann wieder frei und dann irgendwie letzte Reihe halb voll. Also so kenne ich das. Ja, exakt so ist es. Und es gibt natürlich seltene Veranstaltungen, in denen dieser Hörsaal mal wirklich, wirklich voll ist, weil zum Beispiel abends Science Slam ist oder genau, Weihnachtsvorlesung. Und so, Weihnachtsvorlesung. Ja. Und dann ist es aber natürlich so, dass dann die ersten zwei, drei Reihen sowieso irgendwie für die VIPs reserviert sind. Ja. Und Ach, großartig. Ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal in so einem großen Hörsaal war. Also weder als Teilnehmer, also auch in meinem eigenen, es ist echt lange her. Ja, hier zwei Beamer, schön. Und dann hängt dann reden wir über diese Kamera hier oben, ne? Genau, wir reden über diese Kamera und ansonsten, diese Medientechnik ist halt in der Hinsicht total super. Also ich, Wir mal weiter, ich stelle meine Frage gleich. Ja, ich meine, dadurch, dass das Surface halt diese Frontkamera hat und ich halt einfacher in die Frontkamera sprechen kann und das Publikum gleichzeitig, nehme ich dann in der Vorlesung oft halt auch, kann man ja in Zoom einfach umschalten, ist ja keine Hilfe. Und ich glaube, ich könnte auch, wenn halt, aber das ist bisher selten natürlich vorgekommen in diesem großen Plenum, wenn im Publikum Leute Fragen stellen würden, dann könnte man denen halt ein zweites Hörsaalmikrofon geben, was eben auch über die Funkanlage läuft und was man dann auch sofort im Hörsaal hört, in Zoom gehört wird und so. Aber weil die halt einfach einmal den Masterton
der Anlage dann weitergeben an das, ja, an das Audio-Interface halt oder an ja, das USB-Interface dort. Was ja wieder zu meiner These passt, schafft Hardware an und lass sie in den Räumen, weil dann muss man die halt auch nicht mehr aufbauen, sondern nur anschalten. Also. Genau. War das schwer? Ich meine, Hörsaal 1, Folge Magdeburg, ich meine, war das schwer zu sagen, Leute, ich hätte jetzt hier gerne mal den Raum, weil es ist ja auch so das Nächste, physische Objekte brauchen nun mal eine Termineinladung und ohne Beleg keine Buchung. Nee, ehrlich gesagt nicht. Also ich hatte ja ein paar Mal in diesem Raum halt Vorlesungen oder habe die Vorlesung vertreten oder das Plenum da übernommen. Und also ich bin mir relativ sicher, dass sowohl vorher in dem Zeitslot und auch mindestens in dem danach und wenn nicht sogar noch in dem danach der Raum halt nicht benutzt wird, weil die Lehrpersonen da entschieden haben, oh nee, mit so vielen Leuten im Hörsaal ist mir alles viel zu suspekt, wir machen das halt online. Also ich kann mich erinnern, dass irgendwie in der ersten, zweiten Woche, da saßen da noch so ein paar Leute rum, die haben das dann halt vermutlich nicht so richtig mitbekommen, dass ihre synchrone Lehrveranstaltung eigentlich online stattfindet und saßen dann halt so in ganz kleiner Mannstärke im Hörsaal rum und haben sich dann halt von dort mit ihrem Laptop in die Vorlesung reingeschaltet. Und naja, gut, das macht man halt genau eine Woche und nächste Woche bleibt man natürlich auch wie alle anderen auch zu Hause. Jo. Ja, nee, also von daher terminlich war das jetzt überhaupt gar kein Problem, mal da jetzt so dieses Video rasch zu produzieren. Okay, also Einwandbehandlung ist hiermit erfolgt. Buchen ist möglich, das Hörsaal 1 an der OVGU. Spot the Tele, nee, wie heißt das Teil? Polylux, Overhead Projektor? Ja, Spot the Overhead Projektor. Ja, der Overhead Projektor ist natürlich. Und da muss man jetzt schon sagen, das, was hier im Hintergrund leuchtet, das ist nicht mehr Teil vom Overhead Projektor, meine lieben Leute. Das ist das Teil vom Raumbuchungssystem und ich war noch nie an dieser Uni. Ich habe noch nie diesen Raum gesehen. Ich kann aber von der Kamera, die keine Ahnung, wie viele Meter weit hängt, sagen, dass der elektrifizierte Teil nicht zum Overhead-Projektor gehört. Korrekt. Ja, das ist die Medientechnik. Das ist sozusagen da, wo man die Mikrofonlautstärke einstellt, den Beamer-Eingang geht und so weiter. Und über dem man auch, denke ich, eine Aufzeichnung starten könnte. Ach, ich liebe eure Infrastruktur jetzt schon. Ja. Also es ist ein großer Kaffeebecherhalter, dieses Teil. Ich benutze es häufig als improvisiert. Weißt du, was man da gut draufstellen kann? Dieses Smartphone Pixie-Stativ hier, das passt da super drauf, hat da eine Professor bombastische Lush-Style. Höhe und dann kann man da mal schnell ein Selfie machen während der Vorlesung. Oder ja, so. Cool. Dafür ist der Overhead-Projektor gar nicht so verkehrt. Und weil das kann man nämlich, der hat Rollen unten, dann kann man den halt rumschieben, hat man ein fahrbares Stativ. Ja. Ist super. Also kannst du irgendwie an die Seite stellen? Hast du so eine Totalaufnahme? Also so eine genau. Total in die. Großartig. Kannst du auch hier irgendwie so ein bisschen Timelapse machen von, ich weiß nicht, wie ihr in der Innenstadt seid, aber irgendwie scheint da ja. Ja, da fährt eine Straßenbahnlinie vorbei. Das ist ja. Können wir OVGU Tag und Nacht und so drehen. Also gut, also wir spinnen so ein bisschen rum, aber man sieht, also es ist möglich. Ich überlege gerade, Steven Soderbergh, weiß nicht, wer hat denn diesen Film gedreht, nur mit einem iPhone 5 damals irgendwie? Ja, weiß ich auch nicht, aber die haben so Kameraschwenks gemacht in dem Raum, in dem die das iPhone mit Panzertape an einem Bürostuhl hier, in so einem Bürostuhl festgetackert haben. Nein. Festgeklebt. Und dann haben sie damit so die Kameraschwenks irgendwie gemacht und so Kamerafahrten. Ach, weil, ja, es ist eine relativ gleichmäßige Bewegung. Ich weiß, dass eine Dr. House-Folge mal mit einer, doch, also es war eine hochwertige Spielreflex, aber es war halt schon was, man sich einfach als auch Privatperson kaufen kann, weil es sind immer Kameras. Also da geht schon einiges. Was mir noch aufgefallen ist, als ich das Video gesehen habe, dass dieser Hörsaal barrierefrei ist. Das ist, also wie gesagt, ich kenne jetzt nicht so viele von innen, aber ich würde behaupten, das ist ungewöhnlich. Vor allem, dass die Bühne im weitesten Sinne, dass die barrierefrei ist. Dass die Hörsäle an sich, das kennt man noch, aber das ist mir noch aufgefallen. Ja, es ist halt einer unserer neueren Hörsäle und ich glaube, das war mal früher sowas wie der Lesesaal von unserer Universitätsbibliothek oder es war sowas wie ein Großrechnerraum, der zum Rechenzentrum gehörte. Also der Raum ist eigentlich flach und alles
das ist halt so mit so einer Unterkonstruktion, glaube ich, gebaut, dass das halt so nach oben geht. Ja, klar, okay. Und damit man dann irgendwie vorne gut gesehen wird, gibt es halt eben diese kleine Bühne, dieses kleine Podest, weil der, sonst gibt es ja so Hörsäle, die so irrsinnig tief nach unten gehen, wo man so denkt, oh Gott, wenn man einmal auf der Treppe stolpert, dann Querschnittslähmung, Arbeitsunfall. Höhenangst. Höhenangst wird man 20 Meter tiefer irgendwie von einem Mülleimer aufgehalten, der auf der Treppe steht. Aber nee, das, also die Gefahr, dass man jetzt da so denkt, man stürzt da in die Tiefe, hat man in diesem Hörsaal nicht. Nee, der ist ganz flach. Okay. Ja, das ist eine schöne Lösung. Wenn man, also wenn der Raum verfügbar ist, wenn es noch mehrere gibt. Und weil natürlich, also dass du aufbaust, ist irgendwie in Ordnung. Aber wenn wir mal das so als Skala nehmen und sagen, okay, viele wollen eigentlich nicht, müssen aber, dann haben sich davon ein paar motiviert, okay, dann haben schon relativ viele Hardware selber gekauft, muss man ja auch, oder sage ich ja auch relativ oft. Und dann gibt es irgendwie erstmal so einen halb leeren Raum dazwischen und dann kommen so die Hardcore-Enthusiasten, die gesagt haben, wollte ich eh schon immer mal machen oder habe ich eh zu Hause rumfliegen, ich bin eh bei der Bandprobe, XLR-Kabel. Genau, und ich glaube, also was mir jetzt die letzten Monate und Wochen aufgefallen ist, dass es eben so diese allgemeine Diskussion, wie geht es jetzt, Bildschirm teilen, Zoom aufnehmen, also dieser Core-Kit, das ist irgendwie in allen Teaching-Teams oder in diversen Fortbildungen einfach jetzt auch durchgesickert. Das ist irgendwie jetzt so Teil des Kollektivs, kann man fast sagen. Und jetzt fangen wir eben, oder die, die darauf Lust haben, sage ich jetzt mal so ein bisschen böse, weil an sich für die Grundausstattung funktioniert ja, die fangen jetzt eben an zu überlegen, okay, haha, wie komme ich an die Kamera? Und wie kann ich die mit nach Hause nehmen? Genau, und das ist so Diskussion. Natürlich, da ist nicht alles so super sinnvoll, genauso wie, also vor 2 Jahren war das noch App A. Heute spricht man irgendwie im Twitter-Campus oder auch im Twitter-Lehrerzimmer irgendwie über App B. Dann, das ist der heiße neue Stuff. Ob das jetzt wirklich so der einzige Grund ist, Lehrräume und Lernräume zu digitalisieren, glaube ich nicht. Und genauso ist es halt auch so. Ist es jetzt wirklich sinnvoll, dass du so eine absolute Over-Radio-Cam-Vollperspektive hast? Wahrscheinlich eher nicht, aber so als kleines Spezialwerkzeug im Koffer. Und ich glaube auch, wenn man sich dann anfängt, wie greife ich denn jetzt darauf zu? Das will sich ja keiner, auch wenn der Hörsaal leer ist oder der Zoom-Saal voller. Das will sich ja keiner live erst ausprobieren. Das muss man halt wissen und das muss man sich vorher angucken. Also was machst du halt auch eher in einer Extrazeit, ne? Also so einmal schnell in Hörsaal 1 gehen und ein bisschen. Ich habe das einfach nach der Lehrveranstaltung schnell aufgenommen. Ah, okay. Also es war so, jetzt ist sowieso alles aufgebaut, einmal schnell Rekord gedrückt in Zoom und dann Attacke feuerfrei. Ja, und was halt, also wenn man, ich weiß nicht, ob wir das jetzt im Detail alle, man kann das ja da drunter eh nachlesen. Also unter diesem Video gibt es eine recht ausufernde Diskussion mit einem Kollegen an der Uni, so, wo man feststellt, es hilft doch, Leute, es hilft, die Sachen bei YouTube hochzuladen, weil da werden sie gesehen und da diskutieren es Leute, die man halt sonst in der Uni im Normalfall nicht trifft, weil die in einem anderen Gebäude sitzen, weil die auf einem anderen Campus sitzen und weil dann die, sagen wir mal, die Verknüpfungs- und Vernetzungswege in der Uni dann doch zu lang sind, wenn man mal ehrlich ist. Ja, und sind ja auch irgendwie Silos, ne? Also je nachdem, an welcher Fakultät, Gebäude. Und dass du also da, es hilft dann schon ab und zu Sachen eben nicht nur auf den universitätsinternen Webseiten zu verstecken. Also da sollten sie natürlich irgendwie auch sein, definitiv keine Frage, aber manchmal hilft es auch Sachen bei YouTube hochzuladen und vielleicht nochmal bei LinkedIn oder so zu teilen, wo sie dann halt auch tatsächlich Leute finden. Was mir bei sowas auffällt, dass viele, ich versuche es ja immer einigermaßen diplomatisch zu formulieren, aber viele Lernkanäle oder auch Profs oder wie auch immer, die das halt, weil Lehre ist eh ein Nebenprodukt, das muss man ja auch ehrlich sagen, Lehre ist wichtig, aber gute Lehre reicht. Aber die Kommentare sind oft nicht, also wenn dann schon mal hochgeladen wird, sind die Kommentare bei den meisten Videos einfach deaktiviert, auch von Kanälen, die ich sonst sehr, sehr gut finde und auch wie die Art und auch thematisch, was gemacht wird. Aber dann ist halt gesagt, okay, das ist halt irgendwie nochmal eine extra Meile. Also ich habe das so wahrgenommen, dass halt auf YouTube sowieso schon hochladen, das ist schon irgendwie die
echt stretched extra mile, das muss jetzt reichen, Kommentare bitte aus, weil natürlich kriegst du eine Benachrichtigung, hey, XY hat gerade was kommentiert, wenn da Quatsch geschrieben wird, musst du das irgendwie einfangen, ich bin auch da, das ist der Klischee, alle 29 Minuten. Hab ich du hast es herausgefunden. Ah, das aber ist ganz ehrlich, Steuer, das ist dieses steuerrechtliche Dings, dass die das Kamera so nicht als Videokamera verkauft werden darf, wenn sie länger als Ich glaube eher, dass das ein Fehler ist, aber ich glaube, dass diese gleiche Argumentation, dass in der EU eine Videokamera oder eine Fotokamera, die ich hier benutze, der Steuersatz ist wohl anders. Und dann hat Canon und Sony und wie sie alle gesagt, wir machen keine zwei Firmwares, weil in den USA und in der Rest der Welt wäre das anders. Da kann man so lange aufnehmen, wie man will. Eine Fotokamera darf aber meines Wissens nach nur 29,59 Sekunden aufnehmen. Und dann haben die großen Hersteller gesagt, nee, wir machen nur eine Firmware. Dann nimmt die ganze Welt in 29,59 Blöcken bitte auf. Ich weiß aber, die nimmt ja gerade gar nicht auf. Ich speise das ja nur durch. Ich bin noch, es ist ein Mysterium. Ich könnte es umstellen, will ich aber nicht. Das funktioniert und wenn ich alle halbe Stunde auf nochmal Record drücken muss, dann ist das so. Wo waren wir? Wir waren bei den YouTube-Kommentaren. Kommentaren, genau. Und diese Kommentare, natürlich musst du die einfangen und dann schreibt da vielleicht jemand Quatsch oder ein Scam-Link wird gepostet. Ja, das ist leider der bittere Erfolg von erfolgreichen Lernvideos. Sorry, das ist halt so. Ja, aber also aus meiner Erfahrung ist erstmal die Moderation von YouTube schon ganz gut. Also manchmal schneiden die tatsächlich oder schmeißen die zu viel weg. Also letztens hat halt ein netter Kollege von mir von der Hochschule in Merseburg irgendwas unter meinem Video kommentiert. Ich habe auch gesehen, dass es da irgendwie einen Kommentar gab von ihm, aber der Text wurde mir halt von YouTube niemals nie angezeigt. Und ja, weiß nicht, er hat sich den auch nicht gespeichert, ihm wurde er dann auch nicht mehr angezeigt, also den hat YouTube einfach wegmoderiert. Naja, alle 60 Tage werden ja markierte Kommentare, also durch das System markierte Kommentare, gelöscht. Ja, weiß ich auch nicht. Aber ich, also ansonsten ist das, ist, also kriege ich, ich sag mal, würde mal sagen, 10-mal mehr sinnvolle, nützliche, wertschätzende, lobende Kommentare als irgendwie halt Spam oder irgendeinen Unsinn. Ja. Von daher ist das für mich mit den Kommentaren schon total sinnvoll. Ja. Und ergeben sich auch mal wieder gute Diskussionen mit den Studierenden oder mit den Leuten daraus, die sich diese Videos anschauen. Ist halt irgendwie wie so ein, also man kann es ja durchaus einfach so als öffentliche Pinnwand zu einem Video sehen. Man kann es aber auch wie so ein Kursforum, das automatisch schon zu einem Lern-Item gehört, sehen. Weil man kann ja auch antworten, dann kann man hoch und runter voten. Und es gibt halt auch die Möglichkeit, das sehen wir oder sehe ich auch in unseren Kursen, dass eben auch Leute aufeinander, also dass ich vielleicht gar nicht betreuen muss, sondern eher einfach nur die Plattform biete und das sozusagen positives Biscom-Influencen ist im weitesten Sinne. Dass man genau, sagt, dass sich okay, die Peers da halt schon gegenseitig beraten und helfen. Genau. Und das ist dann, ja. Ja, ich hatte letztens irgendwann, ich mache immer freitags meine Sprechstunde und bisher kam halt tatsächlich, also es war noch nie, wir sind jetzt, glaube ich, in der 10. Semesterwoche, ich habe jetzt 9 Sprechstunden gemacht, es war noch nie jemals ein Student mit mir im Raum. Du meinst also, physisch im Raum? Physisch vor Ort. Es waren immer mal ein paar Leute in Zoom und haben dort halt Fragen gestellt, aber das, was, also scheinbar dadurch, dass wir jetzt eben Präsenzübungen haben, gibt es jetzt nicht so die Notwendigkeit, also wie das vielleicht im Sommer der Fall war. Ja. Mein Bild sieht jetzt irgendwie komisch aus, aber vielleicht ist das nur hier, hat irgendwas, irgendein Kompressionsalgorithmus Schluck aufbekommen. Aber das klingt sich bestimmt, bei mir in Skype so komisch aus. Ja, das, beim nächsten Keyframe fängt sich das wieder, würde ich hoffen. Es sieht bei mir auch komisch aus. Also egal. Jetzt kam der nächste. So, und also diese Notwendigkeit wie im Sommer, jetzt unbedingt mal Präsenz, ich komme auch auf die grüne Wiese, scheint es jetzt halt so im Winter nicht mehr zu geben, weil es ja Präsenzformate gibt. Aber in Zoom stellen die Leute halt ab und zu ein paar Fragen. Das ist noch wieder verbrochen. Müssen wir direkt mal reingucken. Das ist schon ganz okay. Okay, ja, das ist das klassisch Zoom, ja, ein bisschen Moodle.
Ja, genau. Und so, und ich meine, und dann ist aber im Twitch-Chat ist auch nicht so viel los. Ich glaube, bei Twitch parallel gucken sie es auch nicht so wahnsinnig viele Leute an. Die Aufzeichnung wird dann halt ganz gerne geguckt. Und dann teile ich 25, ja, und dann teile ich immer meinen Link bei Twitter nochmal auf die Aufzeichnung, falls ich das da mal angucken möchte oder auch nicht. Und manchmal, wenn ich hier so Sachen im MATLAB entwickelt habe, dann poste ich halt nochmal den Link auf die MATLAB-Datei oder auf irgendwie das Octave Online Bucket, wo ich das dann abgelegt habe. Ja. Und dann hat, ich weiß nicht, ob er hat letztens drauf geantwortet, Matthias, benutzt du hier Twitter etwa als Lernmanagementsystem? Ich sag so, ja, was dagegen? Ja, also das ist ja so ein bisschen meine Rede, ja. Also eigentlich glaube ich, bräuchte man ja so ein Moodle, so ein LMS gar nicht. Also wenn man ein bisschen hart für Noten drauf ist, vielleicht noch am ehesten. Ja, für studentische Einreichungen schon gar nicht so verkehrt. Ja. Und so viel gegenseitige Begutachtung, ne? Aber eigentlich, also unter einem YouTube-Video wird im Zweifel intensiver kommentiert und gefragt, ja, als halt in einem Moodle-Forum. Und ja, ist doch also in Ordnung. Also ich meine, warum sollte man das so schocken? Leute versuchen, also du erreichst halt viel mehr Leute. Die Leute, die es gucken müssen, die müssen das dann eben woanders, also auf YouTube gucken, so be it. Was ich am ehesten noch gelten lasse, wo man auch sagen muss, okay, das haben wir halt einfach verpennt. Es ist halt ein US-Konzern, der mit dem Hochladen von Inhalten Geld verdient. Period. Und denen ist es egal. Es darf halt irgendwie ganz grobe Regeln nicht verletzen, Terms of Service und so. Aber die freuen sich, wenn du wissenschaftlichen Content umsonst hochlädst. Ja, die müssen alle paar Minuten irgendwelche Terabyte-Platten nachschieben als Metapher. Aber das ist halt ein Geschäftsmodell. Und wenn wir es halt irgendwie geschafft hätten, vielleicht kommt ja irgendwann noch was, man weiß es nicht. So, und was ist die, ja, ich will jetzt nicht in den Vollrand einsteigen, aber wie ist das bei den meisten Unis? Gehst auf eine beliebige Videoplattform, wir könnten uns jetzt eine raussuchen, aber das wollen wir ja auch nicht. Was brauchst du? Single Sign-On. Du musst irgendwie nicht nur einen Account haben, sondern in Good Student Standing sein und irgendwelche anderen komischen Regeln, um überhaupt reinzukommen. So. Holst du einfach niemanden mit ab. Also, back to YouTube. Case closed. Ja. Ja, ja. Und dann ist, ja klar, und dann muss man irgendwie mit der Monetarisierung da und so umgehen, ja, und vielleicht mit dem ganzen anderen Bullshit, der da hochgeladen ist. Aber vielleicht ist es ja dann auch eine ganz nette Sache, wenn man dem anderen Bullshit, der auf der YouTube University YouTube University, aber so ein richtiges Meme in letzter Zeit. Also, ja, sorry. Wenn man da jetzt dem vielleicht irgendwie was entgegensetzt, ja, was so ganz neu, zumindest ein bisschen Substanz hat, ja. Ja, also ich fand das letztens ganz nett. Der von uns beiden ja auch hochgeschätzte Jörn Loweschach hatte letztens auch wieder einen kleinen Vortrag und hat gesagt, irgendwie auch wenn Videos nicht geguckt werden, helfen sie trotzdem so ein bisschen. Mhm. Also auch vielleicht, weil, ja, also vielleicht werden sie ja doch geguckt oder man kann sich ja auch zum Ende der Vorlesung angucken, zum Ende einer Lehrveranstaltungszeit oder man auch als Lehrperson kommt man vielleicht auch nicht so in dieses Lehren und Monologisieren, weil man das ja schon in so Videos ausleben kann, ja, die sich die Leute dann halt, naja, so wie man das so gut macht, halt asynchron und wo auch immer und so nach Bedarf halt angucken kann und im Zweifel in halber Geschwindigkeit, in doppelter und vor- und zurückspulen und so. Und, dass man eben, also mit den Videos, den Begriff kannte ich vorher auch nicht so richtig, oder dieses Skin in the Game, ja, also dass man halt als Lehrperson natürlich auch irgendwie so eine Message damit aussendet, ja, also ich fühle mich ja ganz konfident drin und ganz sicher, auch das, was ich da tue, halt auf Video aufzunehmen und irgendwie in die große weite Welt hinauszublasen. Und da habe ich gesagt, noch auch in so einer YouTube-Diskussion vielleicht noch mehr Skin in the Game ist ja, wenn man das nicht nur aufzeichnet und vielleicht schneidet und noch aufbessert und im Nachgang zur Verfügung stellt, sondern wenn man es halt wirklich live streamt. Ja. Ja, weil dann sind natürlich auch irgendwie alle Rechenfehler, die man halt so reinbastelt und alle Versprecher und alle Momente. Es ist halt ungeschnitten, uncut, genauso wie es passiert. Genau, ja, also guck mir halt beim Arbeiten zu. So ist es dann. Oder halt, beim Denken. Ja. Also ich meine, eigentlich versuchen wir nur verschiedene Pseudo-Probleme, weil ich meine, die ganzen Schaltungen, die du hast, das ist ja jetzt kein wirkliches Problem von dir. Die hast du dir irgendwie ausgedacht.
man will ja eigentlich nur diese Denkschule antreiben und sagen, okay, jetzt habt ihr eigentlich nun mal das Feld der Elektrotechnik rausgesucht, da gibt es Dinge, die muss man lernen, da gibt es Dinge, die Methodenkiste, eine Kiste, die wir euch mitgeben wollen. Wenn ihr das oft genug gemacht, also ich breche jetzt mal ganz hart runter, wie so ein Bachelor-Grupp in meiner Welt funktioniert. Und es geht nicht irgendwie um das eine kleine Problem und nicht um die eine Punktzahl. Natürlich wollen Studierende hohe Punkte und gute Noten, das ist schon klar. Aber eigentlich geht es irgendwie darum, so, ich schaue mal beim Denken zu, und wenn du das oft genug gesehen und selber gemacht hast, kannst du hoffentlich selber denken. Ja, und ich meine, es hält einen ja keinen davon ab, da nebenbei mal ein bisschen mitzudenken. Und im Zweifel wird man halt nicht dümmer dabei, wenn man das halt tut, ja. Also was mir zum Beispiel wieder aufgefallen ist, jetzt ist ja vom letzten Freitag, das war halt, da hat halt eine Studentin gefragt am Anfang, hier können wir mal irgendwie diese Aufgabe oder zu diesem Thema irgendwie eine Aufgabe rechnen. Und ich meine, ich habe dann halt das wirklich haarklein erklärt, was man da halt tut, wirklich mit allen Zwischenschritten und wirklich so sehr weit runtergebrochen. Und hab dann halt, ich würde mal sagen, so eine knappe Stunde habe ich schon gebraucht, um diese Aufgabe zu rechnen. Ja, da ist noch ein bisschen Begrüßung und Beküssung, ein bisschen Verabschiedung am Ende dabei und zwischendurch koche ich mir, glaube ich, noch einen Kaffee. Aber so, wenn man jetzt halt die reine Arbeitszeit rechnet, die ich an der Aufgabe gesessen habe, ungefähr, sage ich mal, roundabout eine Stunde. So. Und es wäre wieder auch so mein Argument, ja, das klar, könnte man das jetzt irgendwie als Konserve bei YouTube hochladen. Ich glaube nicht, dass sich das ja jemand, also muss halt schon ganz hart sein, dir das halt so anzugucken. Und wenn ich das jetzt einfach so runterrechnen würde mit weniger Erklärung, weil, also am Ende würde ich sagen, die Zeit, die man halt in der Prüfung hätte, in der Klausur, um solche Aufgabe zu rechnen, wären ungefähr 20 Minuten. Ne? Nach 20 Minuten müsste da eine Lösung dastehen. Und natürlich würde ich das auch irgendwie in 10 Minuten hingeschrieben und gerechnet bekommen, aber dann kann ich halt nicht so viel und so intensiv dazu erklären und nicht die ganzen Zwischenschritte und die ganze Argumentation. Gesten und, Ja. Henrik, ich brauche an der Stelle Meta-Tipp. Guck mal, da ist jetzt, wird mir vom Twitch, wird mir da so ein Chatfenster angezeigt, da ist die GT1-2 Prüfung Open Book. Und es ging nicht wieder weg. Das, zum Verrecken ging dieses Fenster nicht weg. Okay. Ich habe irgendwie versucht, irgendwo zu drücken. Ich habe nachher mein Kamerafenster woanders hingeschoben. Ich bin meinen Symptomen ausgewichen und weggerannt. Ja, weil irgendwo musst du doch in OBS gesagt haben, bitte Chat füge hier rein. Also genauso, wie ich mich verschieben kann. Ja. Und das muss da dann irgendwie in der Zone gewesen sein. Ja, aber ich meine, da muss ich nochmal nachgucken. Also ich hätte gedacht, dass halt nach, keine Ahnung, 3 Sekunden oder wann auch immer man diese Chatmeldung gelesen hat. Ich habe auch versucht, darauf zu antworten. Dann stand da halt noch eine Antwort da, die ging aber auch nicht weg. Das muss man aber auch einstellen. Du kriegst ja so ein kleines iFrame oder irgendein Snippet. Und da kann man über einen Parameter, wenn ich mich nicht ganz irre, einstellen, diesen Blend-Out-Effekt bitte irgendwie nach 30 Sekunden wegsterben. Ich schaue mir das nochmal an. Also, kann ich auch später nochmal ein Tutorial schicken, aber das ist eigentlich, also es muss irgendwie in der Zone sein, deswegen ist es da. Und irgendwie hast du halt gesagt, okay, oder hast du mit irgendwelchen komischen Docs, hast du irgendwas installiert, damit nein, da die... Nein, I didn't do nothing, I swear. not possible. Aber ja, aber und ist die Open Book? Und ist hier offen? Wir diskutieren das noch. Also ich bin natürlich sehr, 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 sehr dafür. Ja. Also klar, die große Angst, die halt alle haben, ist, dass Studierende, sie könnten ja voneinander abschreiben und plagieren. Und dann sage ich, ja, okay, na klar, und dann geben wir denen halt wieder einfach eigenständige Aufgaben. Ja, aber dann ist halt die Korrektur so schwierig, weil man sich in unterschiedliche Musterlösungen reindenken muss. Und dann sage ich ja, so what, das ist halt unser Job, müssen wir halt machen. Ne? Also das ist halt so, das gehört dann halt mit zu dem Geschäft dazu. Aber eben Leuten zu sagen, das Einzige, was wieder erlaubt ist, ist ein Taschenrechner. Oder ein noch schlimmer finde ich ja programmierbare Taschenrechner. Weil programmierbare Taschenrechner... Gut, du bist jetzt nicht so in dem Mathe-MINT-Ingenieurwissenschaften-Bereich zu Hause, aber kennst du Leute, die programmierbare Taschenrechner haben? Nee.
Nein. Also es ist halt, du musst dir halt, keine Ahnung, was kostet ein bisschen teurer. Ja, die kosten halt, keine Ahnung, 100 Euro oder so. Ja, genau. Du benutzt sie genau einmal in deinem Leben in irgendeiner Prüfung, in der halt zugelassen ist. Also kein Mensch benutzt im normalen Leben einen programmierbaren Taschenrechner. Programmierbare Taschenrechner benutzt man nur in irgendwelchen Kursen, um sich auf irgendwelche Prüfungen vorzubereiten, in denen programmierbare Taschenrechner als Lösungshilfe zugelassen sind. Und ein total absurdes Konzept. Also, ne, weil ich meine, warum, wenn ich ja so ein Smartphone dabei habe, ein programmierbarer Taschenrechner auf Steroiden, warum sollte ich da einen normalen programmierbaren Taschenrechner nehmen? Das wäre total absurd. Mein Smartphone ist ein Taschenrechner auf Steroide. Das ist, that's tweetable, Matthias. Ja, oder einfach ein Computer, das Internet, so Dinge, die ich im echten Leben habe. Also irgendwie sagt ja auch keiner, oh, guck mal, die Brücke, die müssen wir mal sanieren. Ja, hast du einen programmierbaren Taschenrechner dabei? Ja, nee, blöd, muss ich nochmal nach Hause mein Skript, also schade. Oder dann lass uns mal in den Wald gehen, ein paar Bäume fällen, damit wir die, nee, ach so, stimmt, zwischendurch, der Spannstahlbeton war ja jetzt doch schon erfunden, wir müssen keine Holzbrücken mehr bauen. Also ich meine, was halt, ich weiß es nicht, man kann solche Argumente, also solche Diskussionen natürlich trefflich führen. Was vielleicht auch nochmal irgendwie so ein Pro-Argument ist, für Open Book ist, und also ne, dass man natürlich Rechner nutzen kann, dass man mit MATLAB simulieren kann, dass man irgendwelche Netzwerksimulatoren, dass man Python benutzen kann, was auch immer. Ja, und wir waren halt letzte Woche, mein netter Kollege Thomas Scheischmidt und ich, in einer Firma, um so ein bisschen Kontakte zu knüpfen, was die Studienwerbung angeht, und haben dort durch Zufall einen unserer Studenten getroffen, der dort gerade ein Industriepraktikum macht in dieser Firma. Und die Leute dort vor Ort, wir kannten den natürlich dann auch noch, und der hat mal halt dieses berühmte Lego-Praktikum bei uns gemacht, und dann haben wir ihn halt gefragt, natürlich, was er in dem Lego-Praktikum gebaut hat, hat er uns dann gesagt. Und dann wussten wir halt erst recht noch, ah ja klar, da war halt das und das und so. Naja, und die Leute in dieser Firma waren halt im Prinzip total begeistert, haben immer so, ey, das ist ja ein super geiles Student, wo habt ihr den her und so, der kann ja alles, der kann ja MATLAB hier und so, Python, der kann alles programmieren, die haben ihm irgendwas gegeben, der hat da, also erstmal zwei Tage später hat er da. So, dann haben wir gesagt, das ist halt so bei uns, weil wir das ja auch schon irgendwie in die Prüfungen mit drin haben, dass die Leute halt auch in der Prüfung mal MATLAB benutzen. Ah ja, ach so, ihr macht das auch in Prüfungen. Ja, denn, ja. Naja, und ich meine, das ist natürlich schon so ein Argument, dass man halt sagt, ja, wir haben hier einen Studenten, der ist aber komisch, weil der streichelt hier immer so ein Gerät, so ein, wir haben ihn gefragt, was das ist, da hat er gesagt, programmierbarer Taschenrechner. Ich habe gerade mal geguckt, einfach aus Spaß. Also 170 ist wahrscheinlich so der Outlier. 69 Euro, ich weiß aber nicht, was er kann. Und 103. So. Ja, also ich Bildung so, als Asset. Ja, ich glaube so die 100, 100. Also ich glaube der 170. Ja, und ich meine, bei 170. Das ist halt einfach eine Wii, ey. Ja, ganz ehrlich, ich habe gesprochen, ja. Warum? Also warum? Ich meine. Ich, für 170 Euro kriege ich ein 1A-Smartphone, das hat einen, weiß ich, 4-Kern-Prozessor mit so und so viel Gigahertz, das hat ein Voll-Display, ja, und da kann ich halt auf der Oberfläche beliebige Tasten an, also kennst du diesen, du wirst kennst du diesen legendären Talk, in dem das iPhone 7 vorgestellt wird von Steve Jobs. Musst du dir mal angucken. One more thing? Oder also nee, so von 2007, das introducing die iPhone. Okay, du erzählst jetzt weiter, der Redakteur macht sich so. Und da erzählt er, und da sagt er halt so, ja, naja, es gibt ja jetzt hier schon so irgendwie diese Personal Digital Assistants und BlackBerry und was ich, Motorola, Zoom und irgendwie Nokia Communicator und so, und was es halt immer alles gab, ja, und die hatten ja schon so relativ große Displays mit Farbe auch zum Teil, wo die halt so Sachen eingezeigt wurden, aber die hatten halt immer eine Tastatur mit so Tasten und allem drum und dran. Und dann hat er immer gesagt, what is the problem with all these devices? Ja, und dann halt immer, das ist halt die untere Hälfte, was man sieht, halt immer diese Tastatur, weil sich natürlich alle Applikationen auf deinem Endgerät immer daran richten müssen,
was halt diese Tastatur kann, ne? Und dann hast du halt immer irgendwelche Pfeiltasten und irgendwie Menü vor und Menü zurück und pipapo. Und ich meine, das war ja, glaube ich, im Prinzip die Riesenidee zu sagen, oh, es gibt nur noch einen Knopf, den Home-Knopf, den kannst du drücken, wenn du dich irgendwo verlaufen hast. Und ansonsten. Ich glaub, ich hab's gefunden. Ja, genau, das ist genau das, ne? It's the lower part of the screen. Machen wir jetzt hier mal richtig Reactionary Content. Machen wir Musik aus, machen wir hier Dings an. They all have these keyboards that are there, whether you need them or not, to be there. Ich höre das jetzt nicht, aber das ist, glaube ich, das ist komisch, wenn ich das jetzt höre. Das ist Teil der Audio. Ja, nee, du kannst es nicht hören. Deswegen habe ich den Untertitel tatsächlich angemacht. And are the genau, same ja, und every application. Well, every application wants a slightly, different user interface. Ja, okay. Ja, und die sind halt fest, die Tasten. Und ich meine, ja, dann hast du die halt für 170 Euro, ich das war fast so wie 5 Blockchains, für 170 Euro hast die du. Die habe ich mir auch letztens nochmal angehört, 5 Blockchains. So einen speicherprogrammierbaren Taschenrechner gekauft, ja. Und ich meine, ja, der ist toll, der kann halt rechnen, der kann halt irgendwie integrieren und der kann ableiten und du kannst ja irgendwelche Funktionen plotten und hast nicht gesehen. Und der hat bestimmt auch ein Computer-Algebra-System drin. Der hat bestimmt sogar Spiele drauf, die du spielen kannst. Der hat bestimmt sogar irgendwie ein das habe ich auch schon gehört. Vielleicht Mario hat der, auf einem programmierbaren, ich gehe nochmal in die Ja, der, aber gut, weiter. Ich meine, aber das ist ja sozusagen auch so ein Hobby, so eine Randsportart unter InformatikerInnen auf beliebigen Devices irgendwie Doom zu spielen, ne? Also ja. Wo hat man nicht schon bei irgendwie Doom drauf installiert gesehen, auf einem Pregnancy-Test oder so, auf dem Display Doom in 60x30 Pixeln? Ja, aber warum? Also warum? Warum? Ja. Und ich meine, am Ende kann das Ding vielleicht, hat das Ding vielleicht sogar Bluetooth, ja, und könnte sogar kommunizieren. Dann musste da wahrscheinlich für eine Prüfung sogar wieder praktisch den Safe-Exam-Browser für den programmierbaren Taschenrechner drauf installieren. Also, nee, das verstehe ich nicht. Also dann, das ist halt so viel Schmerz und so viel Aufwand. Ich glaube, warum, da hat jemand. Ja, sorry. Warum nicht einfach irgendwie sich kluge Prüfungsaufgaben und Prüfungsformate ausdenken? Ich habe mal ganz schnell was eingegeben und ich glaube, da hat jemand auf diesem besagten, sehr teuren Modell von gerade einfach Flappy Bird installiert. Ja, hier, der war das doch. So. Bestimmt. Oh ja, okay, irgendwelche Libraries, ColorZip. Es ist aber jetzt höchstens spannend, wie viel, okay, kannst du ein Widget auch hinzufügen? Okay. Wie viel Megabyte Flash der und so hat. Und ich meine, da schmeißt du dich garantiert weg. Also ich meine, klar, so ein programmierbarer Taschenrechner braucht halt auch nicht viel, aber warum soll ich halt für. Nee, also erster Kommentar, einfach geil, danke dir. Da hat man wenigstens etwas, womit man sich in der Zeit die Schule vertreiben kann. Unser Bildungssystem, meine Damen, meine Herren, es ist halt einfach großartig. Aber man hat halt was gelernt und 922 Leute feiern's. Ach, PC-Nerd. Okay. Ja. Und dazu noch irgendwie 5 geniale. Ach, es ist einfach so lost, Leute. Warum einfach why? Schön, Mini-USB, ja. Okay, I digress. Ja. Ja, naja, und mein Plan für die Prüfung ist halt zu sagen, also ich verstehe das total, dass das natürlich aufwendig ist, sich bei der Kontrolle jedes Mal wieder in eine neue studentische Lösung rein zu denken. Aber muss man das nicht auch bei Freitext anwerfen? Ja, aber ich meine, wenn ich sozusagen nicht aus dem vollen Pool ziehe, sondern sage, für jeden Aufgabentyp gibt es halt nur 3 Aufgaben zur Auswahl, 4 Aufgaben, da musst du ja halt nicht mehr. Ich meine, das war schon tatsächlich vielleicht ein bisschen nervig, dass du bei jedem Studenten, bei jeder Studentin musstest wieder in der Datenbank nachgucken. Moment, was hatte der jetzt für eine Prüfungsnummer? Was hatte der für eine Aufgabennummer? Ach ja, mit der Musterlösung, wo finde ich die Muster denn? Ach ja, die ist da auf dem Cloud-Speicher. Das ist, wenn man 5 Monitore hat, dann ist das halt kein Hit. Aber ansonsten ist es schon ein bisschen stressig. Und ich meine, rechne mal, 2 hoch 10 oder 3 hoch 10 oder 4 hoch 10, ne, wenn du für jedes Themenfeld von 10 Aufgabenfeldern halt 4 Aufgaben zur Wahl stellst, hast du halt so viele Möglichkeiten schon, dass 1,24 Millionen. Naja, genau, eine ganze Menge wieder, ja. Also klar, ist dann die Wahrscheinlichkeit schon höher, dass 2 Studis schon mal die gleiche Aufgabe abbekommen. Ja, aber
aber das ist ja auch verrückt, dass du dir jetzt in dem Szenario die Gedanken machst, oh mein Gott, es könnte eine Hash-Kollision sozusagen geben. Ich gebe zwei Inputs rein und zwei Leute bekommen das gleiche Aufgabe. Das machen wir mit allen anderen Klausuren auch. Da geben wir auch jedem das genau das Gleiche und kein Juckt's. Ja. Also, ja. Was mir noch aufgefallen ist, du brauchst einen Adblocker. Ja, ich weiß, ja. Das sage ich auch mehrfach in diesem Video. Da oben sieht man es noch. Also ein Scheiß, mal ehrlich. Ja. Nein, ja. Das Ding ist auch, dass ich sogar ein Bezahl-Patreon-Account bei Octave Online habe, aber auf dem Rechner dort nicht eingeloggt war. Und wenn ich mit meinem Bezahl-Account eingeloggt bin, habe ich natürlich keine Werbung. Ja, okay. Nee, klar, das ist ja auch immer so ein Kräftemess, noch so eine, ist ja fast eine ethische Überlegung, ob man den Adblocker benutzt oder nicht. Ja. Also an der Stelle war es tatsächlich extremst nervig, diese Ad da immer im, diese Werbung. Die Art der Werbung, das passt einfach nicht. Ja. Aber wenn du jetzt oben auf mein Kamerabild guckst, ja, ist halt so die Sache, ja, also diese schöne Dreh- und Schwenkkamera, das ist halt nett, dass die mich jetzt da irgendwie verfolgt, wenn ich halt an dem Smartboard drehe und schreibe, man sieht dann irgendwie schön meinen Hinterkopf. Auch hat was. Also. Ja, es ist schon okay, aber ich meine, wie wir schon mal gesagt haben, es würde diesem ganzen Format jetzt auch keinen Abbruch tun, wenn man halt einfach mit einer festen Kamera da sitzen würde und auf so ein Brett schreiben würde. Ne? Also können wir uns halt den ganzen Zauber sparen, auch mit diesem verdammt teuren Smartboard. Aber das stimmt. Wobei, die, wir waren noch gerade noch bei dir. Das hat erstmal in den deinen neuen oder zumindest in den teilweise auch englischen Videos aufgefallen. Das ist ja, wenn er laden will, die sind kurz. Das ist schon mal gut. Die sind kurz. Also 14 Minuten ist nicht kurz, aber ist das kurz? Es gibt ein, wie sagt man denn, ein Thumbnail, ein Ja, ein Thumbnail. Also dieses Bildchen da oder ja. Genau, und da ist, ich meine, da sitzt du ja auch komplett im Bild und da bewegt sich nichts. Da bewegt sich der Hintergrund ein bisschen und das, was du machst, klassisches Greenscreen-Format, fertig. Also reicht. Genau. Oh, ich sehe genauso aus wie heute. Hold up. Oh. Ja. Okay, ja. Yeah. Wie war das? Right to Work 100 ist der Rabattcode. Ja. Wie einfach wirklich in der Bahn dann so saß und dachte, ich kopiere mir jetzt dein Bild und dann spiegel ich das, einfach weil ich kann. Ja, ich könnte es, ich hätte es natürlich auch spiegeln können, aber ich vergesse es immer. Und man kann das interessanterweise irgendwie nicht zum Verrecken, ist mir schon mal aufgefallen, bei meinem Samsung-Smartphone nicht ausstellen, dass der das macht. Der macht das halt einfach automatisch. Alles, was man mit der Frontkamera aufnimmt, auch Videos, sind immer gespiegelt. Aber ja, hat halt schon eine gewisse Auflösung, würde ich sagen, so ein Handy und das halt dann live umzurechnen. Vielleicht, ob das einfach ein Bottleneck ergibt. Also, es ist halt auf jeden Fall. Also ich weiß nicht, meinst du, die rechnen das schon hardwaremäßig in der Kamera um? Ja, also irgendwo muss ja auf dem Sensor dann Pixel-Helligkeitswerte umgerechnet werden und klar sein, okay, so nehmen wir es gerade auf. Aber ja. Eigentlich ist es Quatsch, eigentlich ist es. Ich meine, die Frontkamera ist wie eine Rückkamera. Kann natürlich sein, dass die Frontkamera von sich aus schon irgendwie das halt spiegelt. Ja, weiß nicht, habe ich mich. Wenn ich ein normales Foto mache mit der Vorderkamera, dann würde das auffallen. Wenn das gespiegelt will, dann fotografierst du irgendwas und alles ist verdreht und du kannst nichts lesen. Ja. Also deswegen würde ich behaupten, dass das gewollt ist. Vielleicht auch, damit man sich selber sieht, also im Sinne von so, wie man sich jetzt. Ja, genau, na klar, das ist natürlich die Idee, dass man sich halt selber sieht und dass man halt so irgendwie, das habe ich ja immer sozusagen auch spiegelverkehrt rechts ist. Genau, wenn ich die Hand hochhebe, dann geht das genau bei der anderen und so. Also mein Kamerabild hier ist eben nicht gespiegelt und das macht einen ja ein bisschen plümerant, wenn man sich so anguckt und. Wollen wir das ändern? Nee, alles gut, lass das bloß so. Jetzt habe ich mich dran gewöhnt. Ja. Ja, ich habe 10 in OBS, da ist es so. Und bei manchen ist es so. Ja, genau. Ich habe mal gelesen, dass man so ein Experiment gemacht hat, wo man Leuten so eine Brille aufgesetzt hat, die halt alles irgendwie von oben nach unten gespiegelt hat.
und die halt, also alles irgendwie um, natürlich dann auch rechts und links. Ja. Und die Leute halt damit halt rumlaufen lassen. Und man braucht irgendwie wohl ungefähr so zwei, ja, also man läuft dann, glaube ich, man stolpert überall und läuft irgendwo gegen. Aber so nach 2 Wochen hat man sich dran gewöhnt und wenn man die Brille wieder abnimmt. 2 Wochen? Ja, so. Und wenn man die Brille wieder abnimmt, braucht man wieder 2 Wochen, bis man praktisch mit seinen normalen Augen wieder normal gucken kann. Okay. Ist schon interessant. Aber das Gehirn gewöhnt sich halt komplett daran, wenn praktisch unsere Sehnerven einmal umgedreht wären. Ja, aber wie viel Experimentvergütung muss man jemandem zahlen und durch welches Revision Board muss man gehen, damit man 2 Wochen, das klingt wie so eine, wir zeigen Jugendlichen, wie es ist, betrunken zu sein, obwohl sie es wahrscheinlich längst wissen, wo ja auch irgendwie alles verdreht ist und 2 Wochen. Oder ja. Reicht quasi eine tägliche, okay, also wenn du das Paper findest, wird mich das. Ja, Schwedische Forscher aus Texas haben herausgefunden. Ah, es ist noch 29 Minuten um. Ich glaube schon, ich weiß es nicht. Ich wollte auch mal so eine Bingo-Anleitung von unserem Witcast machen, wo irgendwie so die typischen Hendriks Kamera geht aus, wir bewerten eine Kamera im Stream, wir gucken Twitch Reactionary und dann kann man bestimmt relativ schnell ein Bingo machen. Ja. Schön. Das haben wir relativ. Ja. Ja, weißt du, was wir diesen Donnerstag noch vorhaben? Wir haben diesen Donnerstag ein paar Proposal Presentations mit internationalen Studierenden, also wo sie ihre Projekte. Naja, die sollen so ihre Projekte vorstellen, was sie in ihren Projekten machen wollen. Also wie so ein Bild, man könnte auch sagen, so Kick-Off-Präsentation, ne? Mhm. Also wie haben sie die Aufgabenstellung verstanden, was ist ihr Plan, was sozusagen die. Teams? Bitte? In Teams oder also in Gruppen? Wir planen das tatsächlich in Präsenz noch, weil wir mit den Leuten schon relativ viel online gemacht haben und das jetzt mal so eine Gelegenheit ist, wo man die auch noch mal ganz nett in Präsenz zusammenholen könnte. Und weil der Raum, den ich dafür gebucht habe, so ein bisschen grenzwertig ist, wenn man die da alle reinsetzt, nehmen wir einfach noch einen weiteren Raum, der auch auf dem Flur ist, und verbinden diese beiden Räume über ein Videokonferenzsystem. Und, okay. Und dann ist bisschen, kann man machen? Also ich fand das eigentlich gar nicht so eine undumme Idee, weil das hat natürlich den Charme, dass man eine Videokonferenz zu laufen hat. Also weil es werden BetreuerInnen dabei sein, die sagen, ich kann da nicht oder ich bin da schon irgendwie so halb im Urlaub. Aber per Zoom würde ich mir das halt angucken. Ach so. Und dann ist natürlich so eine Sache, wenn du halt eh die beiden Räume über Videokonferenz miteinander verbindest, ja gut, dann kannst du auch noch ein paar andere Leute mit in das Meeting reinholen. Und bin ich mal auch drauf gespannt, wie das so funktioniert, auch so mit dem ganzen Audio. Also es ist ja auch nochmal so eine Art von Hybrid-Setting, so, ne? Ja, so ein Bridge-Hybrid. Also du benutzt es ja nicht um offline und, also ja, ist ja eben ein bisschen schwierig, weil wenn ich mit am Laptop in der Vorlesung sitze, bin ich irgendwie auch online. Aber du versuchst ja 2 physische Orte zu überbrücken. Über den Flur, wortwörtlich. Okay. Und eben nicht so wie, also ich glaube, früher gab es das auch in Magdeburg bei so ganz großen Wirtschaftsvorlesungen, dass man die Vorlesung früher schon im Prinzip gestreamt hat in einen anderen Hörsaal oder halt einfach irgendwie wahrscheinlich per Analogvideo übertragen hat. Public Viewing, AUX-Kabel durch die Wand. Ja, so, über so eine Art Dosentelefon sowas. Ja. Und aber es war natürlich so total One-Way und ich glaube, das war auch total blöd, wenn man dann in dem zweiten Raum saß, konnte man halt einfach auch keine Frage stellen. Ich meine, gut, in großen Vorlesungen steht kein Mensch eine Frage, machen wir uns da nichts vor, aber da hätte es dann halt nicht mal technisch die Chance und die Variante gegeben, das zu tun. Und ja, also ich habe schon irgendwie, also wir haben halt irgendwie ein Meetup, ein Relay-System mit so 2-3 Raummikrofonen jeweils. Mal gucken, wie wir das dann machen, mit ob es dann für die Person, die dann spricht und präsentiert, jeweils noch eine zweite Kamera gibt, dass man will. Und was sollen die studieren, die präsentieren dann? Dann gibt es Feedback oder also wie ist das Format? Genau, also die halten so, ja, weiß nicht, 6 bis 8 Minuten Vortrag und dann gibt es halt eine kurze Diskussion und eigentlich ist das halt für die Studierenden ein ganz guter Startschuss in das Projekt und eine ganz nette gemeinsame Deadline, sich da mal auf so einen Termin vorzubereiten und sich was zu überlegen und auch
Naja, so ein bisschen Projektplanung und Zeitplan für ihr eigentliches Forschungsprojekt oder halt ihre Abschlussarbeit zu machen. Ah, das ist schon so eine Art Kolloquium, so würden wir das nennen. Ja, aber also die sollen halt nur den Plan präsentieren Okay. oder welche offene Frage in der Wissenschaft sie halt klären wollen, mit welcher Methode. Das klingt nach einem Exposé. So. Ja, also wir nennen das halt ein Proposal. Ja, gut, das ist, glaube ich, same, same. Ja, okay, Genau. cool. Ja, es macht auch Und Sinn, ich dass meine, es wenn dann man sich alleine dann machen. halt irgendwie so einen Plan gemacht hat, dann geht ja die Arbeit, ich will nicht sagen von allein, aber ne, dann weiß man halt ein bisschen, Wenn man sich an den Plan hält. wenn man sich an den Plan hält. Wenn man sich an den Plan nicht hält, dann nicht so. Dann Aber hätte man sich vorher auch keinen Plan machen müssen, aber ist auch das egal. stimmt Nee, was, wohl. da gibt es ja auch irgendwie diesen Comic, wo so, ja, if you have a complex problem, split it up into very small problems. These small problems are much easier to ignore. Naja, Ah, und ja. das kann und könnte natürlich auch passieren. Nee, aber eigentlich hat das in den letzten Jahren immer gut funktioniert. Und man kriegt so über den Studiengang, über diesen Austauschstudiengang hinweg einen ganz guten Überblick, was die Studis so machen, wer so aktiv ist, wer nicht so aktiv ist, wie die Leute so ticken und sieht halt auch ein bisschen. Also, ne, so man umgeht halt so dieses SEO-Denken. Also, sonst würden eventuell an den, ich sag mal, an den guten Lehrstühlen, die würden dann vielleicht solche Präsentationen machen, an den vielleicht nicht so engagierten, dann vielleicht nicht. Und dann hätte man auch keinen Einblick. Und jetzt macht man es halt einfach zentral und dann sieht man halt mal so schön, was auch so links und rechts und so passiert. Das heißt, ihr habt die gar nicht, die schreiben ihre Thesen gar nicht nur bei euch, oder? Na, nicht, also an unserer Fakultät, aber selbst so eine Fakultät ist ja ein weites Feld. Ja, mit diversen Lehrstühlen und Und Instituten und Gruppen. allen möglichen Ja, Geschichten. ja. So, genau, ja. Stimmt schon. So. Was sagt deine Zeitplanung? Deine Zeitplanung sagt. Meine Zeitplanung sagt, ich muss jetzt noch E-Mails checken und tatsächlich noch irgendwie so ein, zwei Stündchen weiterarbeiten. Ja, Das stimmt. ist halt so ein Dienstag, ne? Woche vor Weihnachten. Man kennt's. Genau. Genau. Ich gehe auch zurück in meinen Dienst. Ja, das ist tatsächlich das ist der nächste Schritt. Aber auch die kleinere Teilprojekte leichter zu ignorieren. Ich glaube, das war ein gutes Schlusswort. Ich glaube, das möchte ich nochmal ans Ende ziehen. Gut, ich glaube, vor Silvester werden wir keinen Stream mehr hinbekommen oder sollten wir auch einfach keinen Stream mehr hinbekommen. Es wird jetzt auch einfach mal Zeit, dass hier so mal ein bisschen stille heilige Nacht einkehrt. Zumindest in meinem Arbeitspensum. Und es ist bei dir wahrscheinlich ähnlich. Und dann war das hier mit der Vor-Weihnachts- und Silvester-Talk. Zumindest auf Deutsch. Und damit ja, dann ein. Rutscht eine gute Weihnachtszeit und auch eine Frohe gute zwischen Festtage. Jahrzeit. Genau, frohe Festtage. Danke fürs Zuschauen. Alle noch eine Boosterimpfung abholen. Wer Stimmt. noch nicht, wer noch nicht das, die Möglichkeit hatte. Und es war wie immer ein Fest, Henrik. Ja, Dito, Matthias, wir sehen uns bestimmt noch mal Wir machen auf diesem jetzt Twitter-Vogelding. ja, dieses da, wo dieser kleine blaue Vogel immer ist, ja, das Genau. finde ich auch, fesselt mich doch immer wieder, Dann da machen wir bestimmt mal noch mal irgendwie was im neuen Jahr aus. mal zu schauen. Genau. Alright. Tschüss.